So, hallo von der Kulinart in Stuttgart. Hola, muy buenas. Wir haben heute ein Wahnsinnswetter hier. Gestern Nacht hat es geregnet. Wir lagen im Wohnmobil. Heute jetzt ist hier strahlender Sonnenschein. Und ja, wir sind präpariert für euch. Es kann losgehen. Wir haben alles dabei. Wir warten auf euch. Genau. Und gut, ihr werdet die Videos später sehen auf YouTube, aber es ist alles vorbereitet für die Messe Kulinart. Sandra meinte gerade, trotz ohne Schlafen ist sie einigermaßen fit, weil es uns heute Nacht aus Wohnmobil geregnet hat. So, hier gibt es dann Messerschleifer. Guckt mal hier. So schleift man heutzutage Messer. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Ja, dann geht es hier weiter, schon alles aufgebaut. Ja. Ganz viele verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel viel italienisches Risotto und Würste, Patatas. Hier habt ihr Gouffre. Das sind wieder diese leckeren Schokoladengeschichten, die wir uns wieder mit nach Mallorca nehmen müssen. Hier ist ein toller Whisky-Stand mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Whiskys. Hm. So, hier ist Kaffee. Da trinken jetzt die Aussteller gerade morgens ihren ersten Kaffee. Ja. Hier sind Obstsäckos. Also so. Apfelfruchtsäcko, ganz viele verschiedene Säckos. Kollegen von Satoshi-Chin. Buongiorno, genau. Verwechselt. Buenos dias. Hola. Que tal? Ja. Das hier ist der Chin aus Ludwigsburg. Satoshi-Chin. Ist auch ganz lecker. Kann man auch trinken. Man muss sich aber bemühen. Man muss sich bemühen. Nein, ist auch ganz lecker. Also auch hier könnt ihr testen und probieren. Es gibt einen Schokoladensommelier. Ja. Gibt dann ganz viel Schokoladen hier. Und was macht er? Er sommeliert Schokoladen, oder wie? Ich esse sehr gerne sehr viel Schokolade. Ja. Okay. Und was macht ein Schokoladensommelier? Ja, ist halt probiert tiefer, Schokolade. Ist halt tiefer in der Materie drin. Okay. Und in einem Verkosten. Also ich kann. Heißt aber auch den ursprünglichen Kakao verkosten, bevor er zur Schokolade kaschiert wird, oder? Ich kann teilweise halt auch die Unterschiede rausschmecken von einem Anbaugebiet. Okay. Das ist wie beim Wein, je nachdem, wo der Kakao wächst, schmeckt er wieder grundverschieden. Okay, super. Danke. Gerne. Das ist ein italienischen Zitronenlikör. Da kommt er schon, da ist er. Leckere, süße Kleinigkeiten. Da gibt es dann japanische Produkte, Premium-Sake, Sojasauce aus dem Holzfass. Ja. So, hier müssen wir nachher für Sandra. Da gibt es nämlich dann Champagner. Da müssen wir nachher holen für meine Frau, unbedingt. Unbedingt. Hier gibt es erstaunlicherweise Kaviar bei Kaviar und Moor. Guckt mal hier. Überraschenderweise. Überraschenderweise Kaviar. Eieieiei. Fein, fein, fein. Auch wieder da? Hallo? Auch wieder da. Bin zufrieden. Hier drüben steht dann Südtirol. Hallöchen. Ja. Und präsentieren Spezialitäten aus Südtirol. Servus, hallo. Hier kommt einmal Kaffee, aber nicht für mich. Ja, aber war nicht für mich, schade. Ist einfach mir vorbeigelaufen, ist unglaublich. So, da gibt es dann Messer und Schneidebretter, glaube ich. Ja. Er hier macht drei verschiedene Senfsorten. Alle scharfe Senfe, hast du gesagt, gell? Also mittlere ist mittelscharfe. Okay, also scharfe und mittelscharfe Senfe, drei verschiedene. Genau. Ja.
mein Mikro wieder mitnehmen. Hier wird nachher wieder Pasta gegessen mit Pesto, auch immer auf der Kulinar dabei. Dann wieder mit dem Stand dabei die Weinmanufaktur Untertürkheim. Da gibt es mal leckere schwäbische Weine. Was haben wir hier noch? Honig, genau, alles irgendwie rund um Honig. Obst, Gemüse. Frischen Orangensaft. Und hier haben wir. Haben wir vorher schon gesehen, hat Sandra nämlich gesagt, wollte sie haben. Was macht man damit mit der Ingwer-Essenz? Was machen wir damit? Was macht ihr damit? Man kann das trinken, man kann damit kochen, man okay. kann das trinken mit Wasser, mit Tonic, heiß als Tee. Sie können ganz tolle Cocktails, Mocktails zu Hause mischen, kreieren und überall, wo Sie sich Ingwer vorstellen, dann auch einfach verwenden. Okay, also geht im Wasser pur als statt Ingwer, geht im Cocktail und so weiter. Genau. Gut, sehen wir uns nachher bestimmt noch. Wir sehen uns ja noch zwei Tage. Auch gerne mal. Ja, da muss ich meine Frau holen, weil die ist großer Ingwer-Fan. Das machen wir auf jeden Fall. Ich komme mit Sandra oder Sandra kommt vorbei und dann probieren wir das auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Okay. Hier gibt es dann noch asiatische Kochboxen. Hola, hallo. Thailändische Kochboxen, oder? Hier, yeah, Konkua, thailändische Kochboxen. So sieht die Box aus. Ah. Und in der Box sind alle Zutaten für portionierte Liefer. Ah, super. Original thailändische Küche. Sehr schön. Hier ist dann der Rheingau-Affineur. Eigentlich ist eine Affineurin. Und hier gibt es dann extrem viel Auswahl an allen möglichen verschiedenen Käsesorten. Ja, schaut mal hier, was da alles gibt. Freuen wir uns nachher auch schon wieder drauf. Hallo! Hier auch gleich ein Stand, weil Sandra schon wartet. Die ersten Gäste kommen rein. Hier haben wir diese italienischen Köstlichkeiten, Süßigkeiten auch jedes Jahr da. Ja. Dr. Jaglas auch immer wieder da. Ja. Hier haben wir die Trüffelmanufaktur. Ja, moin! Moin! Hier gibt es dann alles rund und mit Trüffel. Rund um die edle Knolle. Rund und mit Trüffel. Auch hier, da werden dann nochmal eine Brote zubereitet. Ungefähr 40 Stück am Tag. Getoastete Brote Morgen. Mit Trüffelbutter. Zwei Personen. Und unser Wasserlieferant ist auch da. Da sind wir immer gut mit Wasser versorgt. Und er ist immer noch am Messerschleifen. Er hat immer noch nicht aufgehört. Er kann es nicht sein lassen. Das ganze Wochenende so weitergehen.